Herzlich willkommen bei IncaWorld. Das ist meine Frau Elke. Hallo. Mein Name ist Hans Martin und wir möchten zusammen mit euch nach Peru fahren. Es wird eine spirituelle Reise sein. Es wird eine Erlebnisreise, eine Studienfahrt sein mit Workshop-Charakter. Wir werden dort die alten Übungen und Werkzeuge der Inkas kennenlernen. Wie die Inkas ihre Spiritualität gelebt haben und dabei auch sie in ihr Leben integriert haben, beziehungsweise wie sehr die Spiritualität den Menschen damals und auch heute noch geholfen hat, ihr Leben zu meistern. Wir werden euch Techniken zeigen, wir werden mit euch Zeremonien machen, wir werden euch etwas von Land und Leute und den Orten erzählen und ihr könnt das alles nicht nur hautnah miterleben, sondern ihr könnt reinspüren und das machen, was die Inkas vor 500 Jahren an diesen Orten auch getan haben. Was wir noch machen dort, ist, dass wir uns zum Beispiel auch mit unseren Ängsten oder mit allem, was uns belastet, beschäftigen. Aber es wird nicht schwer werden, sondern wir haben sanfte Übungen, mit denen wir daran arbeiten, dass diese Ängste weniger werden. Wir werden auch zu einem Ort außerhalb von Cusco fahren, der für die Inkas eine direkte Verbindung zur unteren Welt hat. In dieser unteren oder inneren Welt liegen bei jedem einzelnen Menschen seine Talente verborgen. Und nun werden wir an einem solchen Ort in Kontakt mit den Kräften unseres Unterbewusstseins treten und mit denen verhandeln, sodass diese Talente wieder hochkommen können, dass wir die leben können. Also alles, was ihr dort lernt, das könnt ihr auch später für euch zu Hause wiederholen und diese gleichen Übungen immer wieder machen. Sie werden euch helfen, euer Leben leichter werden zu lassen. Wir werden in dieser Reise energetisch gesehen zu Kindern von Mutter Erde. Wir haben auch in den letzten Jahren große Kero-Meister nach Deutschland eingeladen, haben mit ihnen gearbeitet und die werden wir dort treffen. Es sind mittlerweile unsere Freunde. Diese Kero-Meister werden uns an verschiedenen Abschnitten der Reise begleiten. Sie werden mit uns Initiationen machen, sie werden mit uns Despachos, also diese Wunsch- und Heilzeremonien machen. Sie werden uns Kraft übertragen und wir werden sehen können, wie diese großen, bekannten Lehrer heute noch arbeiten. Die Reise geht nicht nur ins heilige Tal von Cusco, sondern auch nach Machu Picchu natürlich und zum Titicacasee. Im zweiten Teil der Reise werden wir mit euch zuerst nach Coyuriti gehen, zu einem der wichtigsten Feste des Jahres für die Bewohner der Hochanden. Wir werden sehen, wie dort getanzt, gesungen wird, wie die Menschen ihre Spiritualität leben. Und es ist eine ganz besondere Energie, wenn ganz viele Menschen gemeinsam dort feiern. Und von dort geht es dann weiter zu Pferd in die Hochanden, in das Gebiet der Queros, wo wir dann mit den Meistern und den alten Priestern zusammenarbeiten werden. Wir werden auch sehen, dass das Leben dort sehr karg ist, dass die Landschaft auch zum Teil sehr rau sein kann. Was den Menschen dort hilft in dieser kargen Welt, in dieser kargen Natur. Der zweite Teil ist also nochmal eine Reise, in der ich noch tiefer in diese ganze Inka-Spiritualität eintauche. Menschen, die von dort wiederkommen, haben ein Leuchten in den Augen und das wollen wir auch erleben. Wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt, auch Informationen benötigt, was brauche ich für Kleidung, wie ist denn das Klima da, muss ich mich impfen lassen, all diese Informationen findet ihr bei uns auf der Homepage auf IncaWorld.com und könnt da alles nachlesen oder ihr meldet euch einfach bei uns. Es war gut. Ja. War gut. Ja, es war super. Kann auch ein bisschen kürzer werden, aber es war super. Ja.